Vor dem Essen sagte Plaudergeil, dass noch ein Zahnrad der Zeit gestohlen wurde. Jetzt sind es schon zwei. Ich kann mir nicht vorstellen, wer sie stiehlt. Was sollte irgendwer überhaupt mit Zahnrädern der Zeit anstellen wollen? Ich verstehe das nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber als sie am Nebel sie zum ersten Mal ein Zahnrad der Zeit sah. Als ich das Zahnrad der Zeit sah. Warum hat mein Herz da wie wild gepocht? Ich denke mir wahrscheinlich wahrscheinlich zu viel dabei. Mein Puls fing an zu rasen, als ich das Zahnrad der Zeit sah. Und dass die Zahnräder der Zeit gestohlen werden. Nein, es gibt keinen Zusammenhang. Weißt du, wenn ich so darüber nachdenke, Doki, es kommt mir so vor, als wäre die Expedition zum Nebelsee schon sehr lange her. War dieser Augenblick nicht fantastisch? Es war wie in einem Traum. Wie es Self wohl geht. Aber es ihm wohl gut geht? Weiß ich nicht. Ich wusste es. Ich wusste, ich hätte ihn nicht trauen sollen. Kurz nachdem sie gingen, da kam ein anderes Pokémon. Aber dieses Pokémon ist Stahl, das Zahnrad der Zeit. Ich hätte es tun sollen. Ich hätte ihr Gedächtnis löschen sollen, als ich die Chance hatte. Ich weiß nicht genau, wovon du redest. Aber du hörst dich. Niemand hat mich hergeführt. Niemand hat mir von diesem Ort erzählt. Dass es ein Zahnrad der Zeit gibt, weiß ich schon lange. Ich will keinen Streit mit dir, aber ich werde es mitnehmen. Das dritte Zahnrad der Zeit. Okay. Dann nächste Morgen. Aufgestanden habt ihr es morgen. Guten Morgen. Ja, speichern. Okay. Wie es aussieht, wurde bei Selfie doch das Zahnrad der Zeit gestohlen. Scheiße. Die Nachricht hat uns noch nicht erreicht. Die denkt, wir sind dafür verantwortlich. Scheiße. Dreht uns mal einmal nach, wenn wir schon mal. Zeit, hier mal zu gehen. Hurra! Geben wir unser Bestes, so wie immer. Was? Was ist los? Okay, verstanden. Wartet! Ihr seid ihr Buckewackt! Was? Wie? Hast du es gerufen? Es Besuch, euch da! Besuch? Sie erwarten am Gildeneingang. Es geht zu Ihnen. Wer könnte das sein? Oh, Azurin und Merrill, oder? Ja. Ja, genau. Draken und Doki, hallo. Oh, ihr seid es. Wir haben gehört, dass wir Besuch haben. Seid ihr der Besuch? Yep. Wir wollten Team Pokémon um Hilfe bitten. Oh, um Hilfe? Yep. Ihr müsst uns helfen, unseren Schwimmreif zu finden. Euren Schwimmreif? Habt ihr nicht schon früher danach gesucht? Nach diesem Schwimmreif? Ja, jemand hat gesagt, dass er am Strand liegt. Wir haben dort nachgesehen. Aber er war nicht da. Stattdessen haben wir das hier gefunden. Dieses Stück Papier? Steht da was drauf? Dann rief sie nach von Stück Papier. Mal sehen, was steht da? Der Schwimmreif, der lag am Strand. Er gehört jetzt uns. Versucht auch, ihn uns abzunehmen. Wir warten im tiefsten Teil der Ampere-Ebene auf euch. Aber ihr seid so schwächlich und schreckhaft. Ihr könnt uns wahrscheinlich nicht einmal besiegen. Nicht einmal finden. Tschaha. Zu viel für euch. Da rennt doch... Was? Dann rennt doch zu euren großen Freunden und flieht sie um Hilfe an. Hey, diese Nachricht ist... Ist ein Erpresserbrief oder etwa nicht? Ihr Kleinen, versprecht mir, dass ihr nicht selbst geht. Ich vermute eine Falle. Aber der Schwimmreif bedeutet uns sehr viel. Wir wollen ihn unbedingt wiederhaben, aber ich kann dazu nicht an einen so gefährlichen Ort mitnehmen. Ich habe gesagt, ich gehe mit. Es ist zu viel für dich. Ich will nicht, dass du in Gefahr gerätst. Ich ging alleine zur Ampere-Ebene, aber dort leben viele Elektro-Pokémon. Mit denen kann ich es nicht aufnehmen. Ich habe so oft versucht, aber sie haben mich jedes Mal sofort besiegt. Ich hasse es einfach, dass ich so schwach bin. Kein Problem, ich weiß, was wir machen. Wir werden den Schwimmreif vor euch holen. Wirklich? Das würdet ihr tun? Na klar. Also keine Tränen mehr. Okay. Tut uns leid, dass wir euch damit belästigen, danke.
Ihr solltet mal eure Gesichter sehen. So viel Weinen und Lachen. Na, kommt schon. Aber keine Sorgen. Sorge. Wir holen ihn zurück. Das ist ein Versprechen. Gehen wir zur Ampere-Ebene, Doki. Jo. Hoi. Dann würde ich sagen, schnell nochmal Items lagern. Auch wirklich nur lagern. Wir kaufen jetzt nichts Neues. Wir haben noch genug Belebersamen und so dabei. 3 Stück. Ich denke, das wird reichen. Ich hoffe, es wird reichen. Nicht, dass wir schon wieder verkacken. Kraftband. was? Was? Gegeben? Nein, ich doch nicht. Was? Nein. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Wie kommt ihr drauf? Hä? Nein. Willkommen bei der Sphärelichtbank. Ja. Konto trägt 5147. Okay. Wohin soll die Reise gehen? Ich würde sagen, auf zur Ampere-Ebene. Ja. Auch wenn ich gerne das Kamaupens-Team bekommen will. Wir müssen unbedingt zur... was war das? Shanaira-Stätte oder so? Ich kann mir nicht vorstellen, welche Rohlinge so etwas tun würden. Ich meine, kleine Kinder wie die beiden zu bedrohen. Ist wirklich eine Gemeinheit. Wir müssen ihre Schwimmreife zurückholen, Doki. Ja, Mann, das machen wir. Hi. Ich würde aber gerne... Alter, 200 Erfahrung, das ist nice. Hier kommen wir auf... Oh Gott. Hier kommen wir auf jeden Fall ein Level up, denke ich. Das sah aus wie Kraftreserve. Irgendwie, fand ich. Aber Dragon macht ein schönes Damage, ne? Ist dir das auch schon aufgefallen? Ich glaube schon. Dragon macht echt guten Damage. Auf jeden Fall. Hallo, zick. Und schön viele Erfahrungspunkte kriegen wir hier. Oh, das ist herrlich. Hallo, Voltilam. Dich will ich noch besiegen, bitte. Zack. Dim. Hallo, Plussel. Zack, ey. Zack. 97 Poke? Ah, Poke bekommen wir. Ups. Ist das dein Ernst? Aber mal 2-mal Ruckzuckieb eingesetzt. Ich habe voll Decken ins Leere gemacht, weil ich nicht gemerkt habe, dass. Ja. Wir da nicht nah genug dran sind. An dem Minun. So ein Edekit. Edekit wieder ins Team bekommen. Wäre auch ganz geil. Aber nein, wir hatten in Mystery Dungeon Team Rot ein Elekid im Team als Teampartner. Nicht nochmal. Auch wenn Elekid einfach echt ein starkes Pokémon ist, finde ich. Elekid ist echt stark. Meiner Meinung nach. Kann sein, dass die andere Leute anderer Meinung sind, aber ich finde Elekid ist echt stark. So, was ist hier? Bärenkräfte. Okay. Ist, glaube ich, eine Käferattacke. Und nicht unbedingt stark. Finde ich. Glaube ich. Kann mich natürlich auch irren. Wahrscheinlich werde ich mich irren, aber... Naja. Hallo. Ach komm. Dein Ernst? Ich will nicht paralysiert sein. Danke. Stock ist fixiert, okay, lol. Und schon wieder. So wie im letzten Part. Wuhu. Naja, habt nicht viel verpasst. Egal, trotzdem scheiße.
Okay, Leute. Ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.